Wir gehen rüber zu Iraj. Iraj kann natürlich gerade wegen der Corona-Krise nicht raus. Deswegen hat Iraj das Beste von 7 Jahren als Best-of zusammengefasst. Ich würde sagen, da schauen wir gut mal. Gut und gerne mal rein, let's go. Mach alle hier, mach kaputt. Du machst kaputt? Ja. Mich? Ja, ich mag die kaputt hier. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Willst du mich heiraten? Ja, natürlich. Willst du mich heiraten? Unbedingt, ist mir auch schon die ganze Zeit aufgefallen. Ja. Wild. Gut, dass die alten Videos alle noch nicht so richtig. Ich kenne viele von seinen alten Videos nicht. Das ist richtig gut, weil jetzt sind die Videos für mich. Jetzt sind es so viele neue Videos für mich. Das ist richtig gut. Okay, das geht ein bisschen zu weit. Aggressive Reaktion. Hauptbahnhof Zürich. Hauptbahnhof? Ja. Du musst hier raufgehen. Ich sag eine Etage weiter. Ja. Und weißt du was? Halt den Mund und küss mich endlich. Wenn du richtig verarschen willst. Weißt du was? Halt den Mund und küss mich endlich. Aber er hat Glück, dass er dich direkt reingeschlagen hat. Es gibt so Leute, die sind so aggressiv. Was denn? Was ist dein Problem, Mann? Was denn? Ich dachte, du hast mir so Signale gegeben. Oh Mann, so aggressive Leute, ne? Uff. Ja, da lang. Also die komplette Straße einmal durch, geradeaus. Da hinten? Ja. Dein Mund beim Reden ein bisschen zu machen. Nein, weil da war ich gerade. Spuck nicht, und geh lieber weiter. Nein, und da habe ich das nicht gesehen. Ja, aber spuck, da kau doch erst runter, bevor du redest. Ist das ein Film? Dieser junge Mann da drin, der sieht irgendwie aus wie ich, oder? Der Ähnlichkeit, oder? In dem Rathaus? Sieht der aus. Ja? Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, die haben gar keinen Bock. Ich will mal wissen, wo ein Kino ist. Ja, dann schluck doch erst runter, bevor du fragst. Tut mir leid. Aber sie hat Ansage gemacht. Sie hat ganz klare Ansage gemacht. Und das ist auch wichtig. Ich fand, sie war gar nicht unbedingt unhöflich, sondern sie hat einfach ganz klar ihm gesagt, hallo, du hast gerade den Mund voll, du spuckst hier rum, schluck doch erstmal runter, bevor du fragst, so. Ich fand, das war eine angemessene Reaktion von ihr, weil es ist wichtig, sowas auch mal zu sagen, weil manche Leute trauen sich das gar nicht. Ne? Ja, so ist es. Zu Saturn? Olli, dann Saturn, Bello. Ja, Kuss. Natürlich. Ich komme gerade von Saturn. Hier geht links, rein. Glastür rein, Glastür raus. Und dann über den großen Parkplatz, hinten links in der Ecke Saturn. Ich habe gerade was gekauft. Ich habe gerade was gekauft. Weird Flex. Hier geht links rein. Alles klar? Ach, oh, einer an der Pfanne. Entschuldigung, kannst du mir sagen, ob es da auch Nudeln gibt? Ey, bist du bescheuert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, als ob er den Döner von ihr klaut. Oh mein Gott, und sich in den Mund stopft. Oh mein Gott. Ey, was geht ab denn? Ey, was geht ab hier? Und wisst ihr was? Er isst erstmal weiter. Der Typ steht auf und sagt so, ey, was geht ab hier? Anstatt dass er seine Nudeln wegstellt, nee. Ey, was geht ab hier? Ey, ist weiter. Let's go. Wolfgang! Was soll das? Hab gar nichts gemacht. Was soll das? Hey, was soll das? Wie viel? Ich wette, er hat den neuen Döner ausgegeben. Iraj ist nämlich ein Ehrenmann. Wie viel? Was wie viel? Wie viel? Wie viel? Was wie viel? Wie viel? Was meinst du? Ja, ist doch offensichtlich. Nee. Wie viel? Was wie viel? Wie viel? Haben Sie Probleme? Nein, ich frag doch nur, wie was viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel was? Wie viel? Was wollen Sie? Wie viel? Alter. Ich will doch nur wissen, wie viel das Eis gekostet hat. Oh nee. Zum Schaden? Ja. Was denn? Wie viel Uhr? Wie viel Uhr? Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Haben die etwa gedacht, er will den Wert einer Frau mit einem Preisschild definieren? Fast 6 Uhr. Danke. Wie viel was? Wie viel? Was wollen Sie? Ich frag doch nur, wie viel. Ja, was soll das denn? Wie viel was? Ja, wie viel hat deine Hose gekostet? Will mir die wahrscheinlich kaufen. Sieht gut aus.
Keine Ahnung, länger her. Keine Ahnung, länger her. Also direkt so, ja, keine Ahnung, länger her. Okay, das ist richtig gutes Best-of. Richtig nice. Hast dich voll angestarrt gerade, oder? Ja, hab ich gerade gesehen. Hast du meine Freundin angestarrt? Was willst du? Geh mal nochmal weiter. Nein, ich wollte dich. Ihr könnt die haben, wenn ihr wollt, ne? Ja, komm. Ja, komm. Wenn ihr haben. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Komm her. Kein Bock? Junge, was ist das? Was ist mit ihm, Alter? Er nimmt so die Hand und guckt ihr so erstmal auch richtig auf den Arsch. So, was hab ich da? Was hab ich da für eine? Guck ihn an, Alter, den alten Playboy, wie er so erstmal sie abcheckt, wie ist der Arsch. Kein Bock. Digga, was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Du riechst wie meine Oma. Alter, verpiss dich mal. Habe ich deine Handynummer? Nein. Aber du riechst wie meine Oma. Ja, scheißegal, wie ich rieche. Ich riech mal jetzt, ey. Aber du riechst wie meine Oma. Ja, verpiss dich, Mann. So, mach, ey. Komm her, setz kurz aufpassen, du musst einmal schnell die Bank rein. Komm her, mach mal seine Füße gerade. Geh kurz in die Bank rein. Ja, kein Problem. Ich schalte fest. Ey, mach sowas, ich geb dir Backpfeffer. Ich geb dir Backpfeffer, Alter. Warum? Ey. Ja, wirst, Alter. Ich spuck dich an, Alter. Berliner Platz. Berliner Platz. Zweites Stopp. Weißt du was? Ja? Vergiss, was ich gesagt hab. Streik hat Stille. Vergiss, was ich gesagt hab. Küss mich einfach. Kannst du mich Hallo? Ja. Kann gar nicht in die Bimlage, Bika Uli. Willst du mich? Wenn du bist hier. Ich mag alle hier. Ich mag kaputt. Du machst kaputt? Ja. Mich? Ja. Aber ich will dich doch nur küssen. Ich mag die kaputt hier. Du machst mich vor, ich mach die kaputt hier. Ich hier kaputt? Ja. Einmal, komm, die Scheiße. Matu, geh weg. Nein, dann mach nichts, Alter. Nee, da rüber. Wenn du mich jetzt abgeholt oder umfachst, machst, Alter, ich kipp dir. Okay, das waren die aggressiven. Das waren die aggressiven Reaktionen. Jetzt kommt Romantik-Pranks. Oh mein Gott, es ist schon stark gewesen. Ich bin gespannt. Whatever. Kuss. Ich könnte dir nicht vielleicht sagen, wie ich zur Kohle-Oase komme. Ich habe voll Hunger. Ach so. Ja, das ist das Zentral. Was? Ernst? Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie viel? Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Was willst du? Kannst du eine ganze Frage stellen? Nee, bin ich häufig. Bist du nicht gay? Nein. Ah, danke. Wie viel? Das ist einfach so lost. 1 Million. Eine Million? Ja. Wenigstens ist er ehrlich. Wenigstens sagt er seinen Preis. Ja, Digga, für 1 Million. Iratsch ist auch kein unattraktiver Mann, sag ich mal so. Für 1 Million? Wir sind alle in der Corona-Krise zurzeit. Da muss man mitnehmen, was geht. Nein, nochmal ab, Alter. Komm. Nein, Alter, was los? Jetzt nicht einfach fremde Leute in der Stadt anquatschen. Warum? Macht man doch nicht. Aber wie nett und höflich er ist, oder? Wie nett und höflich er ist, du kannst doch einfach fremde Leute in der Stadt anquatschen. Das macht man doch nicht. Ach, das kannst du nicht machen. So ein richtig Lieber. Okay. Na, hör mal. Wie er so guckt. Er weiß gar nicht, was er denken soll. Limbecker Platz ist dieses Gasgebäude mit diesem. Ja, genau. Mit den ganzen verschiedenen Hintere. Ja, und welches ist jetzt näher, der Hauptbahnhof oder Limbecker Platz? Ich würde sagen Limbecker. Darf er da langlaufen? Ja, dann müssen wir noch beschreiben, wie ich da hinkomme. Da langlaufen nach dem grünen Gebäude nach links. Okay, und wenn ich dann davor bin, steht. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Erst ist er mit dem Kopf näher gekommen, hat so ein bisschen angeschmust, dann ist er erst ein bisschen zurückgewichen, ganz leicht. Und dann hat er gemerkt, oh, es gefällt mir eigentlich. Und dann ist er auch mit dem Kopf wieder rangegangen. Jetzt guck mal, wie er mit dem Kopf an ihn rangeht. Schau mal. Okay, und wenn ich dann davor bin. Also, habt ihr gesehen? Das enjoyt er, der Kleine. Der knistert nämlich. Da knistert's, Leute. Da knistert's. Ja, ich bin Experte in sowas. Da knistert's. Steht da Limbecker Platz dran?
Der arme Junge, der schämt sich. Ich dachte, er wird vielleicht was zwischen uns so. Ich glaub dir irgendwie nicht. Hm? Ich glaub dir irgendwie nicht. Warum? Weiß nicht. Ich hab das zum Bauchgefühl. Oh, oh, sein Kollege wird ein bisschen eifersüchtig. Jetzt. Jetzt wird's gefährlich, weil sein Kollege sitzt daneben und dachte sich so, scheiße, ich habe mich die ganzen Jahre nicht getraut, ihm das zu sagen. Und jetzt nimmt er sich einfach einen Typen von der Straße. Jetzt gibt's, das ist, da knistert es nämlich auch, aber ganz gewaltig. Mhm. Weiß nicht, ich hab das zum Bauchgefühl. Sie so. Oh Gott, mit der Zigarette in der Hand. Aber sie lässt sich direkt auch ein. Guck mal, so kriegt man die Mädels und die Jungs rum. Habt ihr eben gesehen, der andere, der Boy hat mitgemacht. Sie macht auch direkt mit. Also er kriegt die Mädels und die Jungs rum mit der Masche. Auf Tuchfühlung gehen. Sollte nicht jeder ausprobieren, weil es kann auch sehr, sehr, sehr negative Resonanzen kommen. Eine ordentliche Backpfeife. Aber... oder eine Anzeige. Oder eine einstweilige Verfügung. Oder Knast. Aber... Irrat... Er weiß schon, was abgeht. Ist das nicht schlimm, dass ich rauche? Nee, nee. Stört nicht? Nein. Ja, super. Ist nicht schlimm, dass ich rauche? Ja, super. Ja, super. Kann ich weiter rauchen, glaube ich. Bist unkompliziert. Bist unkompliziert? Ja, so einen Mann brauche ich. Ich habe Blenis gekocht. Die schmecken lecker. Magst du, stört dich nicht, dass ich Blenis koche? Oh, das ist super. Super, probier. Blenis, lecker. Он видит мои веснушки. Hey. War heute in Essen, habe immer Ausschau nach dir gehalten. Wenn ich dich auf der Straße sehen würde, würde ich dich glatt küssen. Nicht? Oh. Schon so passt, schon so passt. Hast du gesehen? Der Typ hat meine Hand angefasst. Was? Was soll die Scheiße? Ich schlag den gleich zusammen. Oh mein Gott. Dieses andere Unangenehme. Miss Kiss. Cool. Ich hab dich jetzt schon länger beobachtet. Also du bist ja nicht zum ersten Mal hier, ne? Junge, ich komm nicht klar. Du bist nicht zum ersten Mal hier und ja, wie soll ich sagen, du bist mir einfach aufgefallen. Und alles, was ich dich jetzt noch fragen wollte, ist, du meine Frau. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ja, wirklich so. Ja, das ist wunderschön. Ja. Gönn dir. Ja? Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Willst du mich ja, heiraten? Ja, natürlich. Willst du mich heiraten? Unbedingt, das ist mir auch schon die ganze Zeit aufgefallen. Ja. Oha, so schnell kann man Leute heiraten. Krass. Ja, steuerliche Vorteile geltend machen. In der Corona-Krise muss man nehmen, was man kriegt. Bist du liiert, zahlst du weniger Geld. Was machst du? Ja! Was machst du? Ich hätte so...
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann so schief gehen. Nachts irgendwelchen Mädels hinterher zu laufen. Oh, das ist gar keine gute Idee. Macht sowas bitte niemals nach. Das sind ganz alte Videos von ihr. Ich würde heutzutage auch nicht mehr machen. Ich hätte sowas nicht gesagt. Bitte? Ich hätte sowas nicht gesagt. Was habe ich gesagt? Oha, was ist los? Oha! Sie so am Nüsse snacken? Oha! Oha, oha, was? Oha, was? Was ist los? Oha! Oha, was ist los? Was hab ich denn gesagt? Oh mein Gott, ich hab mir voll Angst! Oh mein Gott! Hey! Oh, was ist das? Ey! Ey, was soll das? Geh mal weg! Kein Kommentar dazu, oder? Hallo? Alles cool? Hä? Ist alles cool bei dir? Hallo? Creep, Alter, creep. Ich will nach Hause. An dieser Stelle no front. Oh Mann, wie traurig er guckt die ganze Zeit. Wie traurig er guckt. Er fühlt sich gerade gar nicht wohl zwischen den beiden. Dann muss ich auch erstmal los. Digga, die Sachen sind mir ein bisschen zu creepy, Alter. Wie die beide so. Oh mein Gott. Das Problem ist, das hier ist ja nur ein Prank, der danach aufgelöst wird. Aber solche Menschen gibt es wirklich. Es gibt wirklich so Menschen, die grundlos aggressiv auf andere Menschen sind. Deswegen reagieren die ja auch so empfindlich, weil die haben wahrscheinlich sowas schon mal erlebt. Es gibt Menschen, du guckst die doof an oder so, und dann wollen die Schlägerei. So, es gibt halt wirklich so grundaggressive Menschen. Das ist halt das Problem unserer Gesellschaft. Und deswegen sind die Leute auch verunsichert. Das ist zu wild, zu wild. Aber jetzt muss er lachen. Oh mein Gott! Hallo! Ich wollte nur fragen, wo eine Bank ist. Ich wollte nur fragen, wo eine Bank ist. Oh mein Gott. Ist der Weg! Boah, ich erschreck mich hier auch. Ich erschreck mich hier auch noch. Ruhe. Ihr habt mir nicht geholfen! Ihr habt mir nicht geholfen! Oh, shit, Alter, da wäre ich aber auch überhaupt nicht gut drauf bei sowas. Kino. Hier soll irgendwo ein Kino sein. Ich bin zum ersten Mal hier. Einmal das ganze Tempo durchlaufen und am Ende ist ein großes Gebäude und dann... Ah! Pff, Digga,
Digga, ich bin ja sowas viel zu schreckhaft, ne? Also das ist ja überhaupt nicht mein... Huiuiui. Ah, sorry. Das, ne? Die ja. Lange Straße. Da muss er einfach nur geradeaus. Ich weiß nicht, wie lang. Von hier. Ich weiß nicht, entweder links oder rechts rum. Das ist so Psycho. Das ist so Psycho, Alter. Da muss ich einfach los. Ist gut? Wach auf. Was? Wach auf. Wach auf. Wach auf. Digga, wenn das einfach jemand zu nehmen, der sagen würde, wach auf. Das ist nicht real. Du bist seit 6 Jahren im Koma. Das ist nicht real hier. Wach auf. Wach auf. Wir gehen weiter. Wach auf, du Zoff. Wach auf. Hast du den Stuff? Nee, sorry. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich hab nichts. Was ist das? Ich weiß ehrlich nicht, was du meinst. Tut mir leid. Da vorne ist, glaube ich, der Stuff. Der in der gelben Jacke. Hast du den Stuff? Nein, tut mir leid. Okay. Dann sorry, verwechselt. Verwechselt, ja. Ich dachte, okay. Ja, kein Ding. Ihr habt nichts gehört, okay? Also ich hab euch nicht gefragt. Nein, nein, kein Ding, kein Ding. Stuff, ich meinte auch nur Baumwolle, Stoff. Genau, weißt du wolltest... Das meinte ich. Meinte nein, kein Ding. Nicht, alles dass gut, alles gut. Boah. Sie einfach, da muss ich los. Wow. Vor allem, sie schreit nicht so laut und rennt so richtig schnell, sondern sie schreit so leise und rennt so langsam. Oh. Yes. Oh. Oh Gott, Digga, das ist mir ein bisschen zu krass. Oh Gott. Iratsch, Alter, Iratsch. Iratsch, komm runter von deinem... Digga, früher Iratsch hatte keine Grenze gekannt. Also eine Sache möchte ich nur sagen, das sind alte Videos von Iratsch. Ich denke, sowas wird er heutzutage nicht mehr machen. Und falls ihr selber vorhabt, irgendwelche Pranks oder so zu machen auf YouTube, macht sowas besser nicht. Damit könnt ihr euch selber extrem Probleme bereiten. Wenn ihr die falschen Leute geratet, Polizei, bla bla bla, erregen öffentlichen Ärgernis und so. Wenn ihr sowas selber vorhabt, irgendwie so, macht sowas nicht. Macht nicht sowas. Aber ey, Video war sehr stark. Ich muss sagen, die bedrohlichen Pranks am Ende, die waren grenzwertig. Die waren grenzwertig. Aber er leckt ja immer alles am Ende auf und so. Und ja, ich sag mal so, die bedrohlichen Pranks am Ende waren auf jeden Fall grenzwertig. Aber prinzipiell sehr viele geile Stellen drin gewesen.